Hallo, dies ist wieder Xen Quadmod und es geht weiter mit Fallout 3. Wir finden uns momentan in den Evakuierungs- bzw. Service-Tunnels der Roosevelt Akademie. Und ja, hier scheint sich wohl noch eine Person zu befinden. Eine lebende, uns nicht feindlich gesinnte Person. Okay, damit wäre das mit dem Gas auch erledigt. Und das mit dem Gegner auch. Ja, Wasser, ne? Hat es jetzt einfach mal die Wassertextur weggesprengt? Ne, jedenfalls scheint hier noch eine Person zu sein, die lebt und uns nicht feindlich gesinnt ist. Das könnte sich eventuell um einen Überlebenden handeln. Es könnte sich eventuell um einen Überlebenden handeln. Und ja, bevor wir die Person dann aber hier heraus eskortieren müssen, würde ich das Gebiet gerne erstmal von Feinden befreien. Ich finde es übrigens super, wie wenig Schaden wir gerade von dieser Explosion bekommen haben. Okay. Was sind wir denn jetzt? Ach, jetzt sind wir wahrscheinlich bei der Bücherei, oder? Ja. Bibliothek. Entschuldigung. Bibliothek. Verwenden wir den Fachausdruck. Na gut. Das ist dann der Weg. Aber hier gibt es auch nichts weiter, oder? Damit sich der Weg zur Bibliothek auch irgendwie gelohnt hätte. Aber nein. Na gut, ansonsten wäre man halt bei der Bibliothek am Ende rausgekommen. Hätte die anderen beiden Gebäude zuerst gemacht, wäre halt dann zur Bibliothek. Auch gut. So, haben wir unsere Grafik wieder. Nein. Haben wir nicht. Soll mir jetzt aber auch egal sein. Ah, da liegt noch Munition. Wenn hier so eine Lampe ist, dann sollte hier eigentlich was Höherwertiges sein, oder? Dachte ich zumindest. So, können wir irgendwas wegwerfen? Weg damit. Damit. Ja, weg damit. Bin ich gerade wieder. Ist sie gerade da drüben durch den Boden gefallen? Ja, wahrscheinlich, sonst wäre sie nicht da. Okay. Dann schauen wir nochmal da oben durch die Tür, die wir aufknacken können. Ach, da ist auch noch jemand dahinter. Oh. Hallo. Ah. Die Supermutanten haben die Gefangene für den Transport gefesselt. Die Stricke schneiden in ihre Handgelenk. Offensichtlich hat sie unter dieser Behandlung gelitten. Sie losbinden natürlich. Tja, den Dialog kennen wir schon. Okay.
Naja, das wäre dann die eine Person. Dann noch die andere. Mal sehen, ob die andere Person auch wieder einfach nur ein gefangener Ödlandsiedler, gefangene Ödlandsiedlerin ist. Ah, Moment. Da konnte ich noch irgendwo anders lang. Ja, jetzt bin ich wieder da, wo ich vorher war. Okay, dann ist der Gang auch fertig erkundet. Okay. Dann bin ich zufrieden. Heil mich nochmal kurz. Yep, ist auch dringend notwendig. Und dann schauen wir mal, wer da ist. Wer hier hinter ist. Oh, auch wieder einfach nur eine Ödlandgefangene. Also ich meine, ja, es ist ja toll, wenn wir jemanden retten. Sie haben dieses Zeug hier abgelegt. Warum nehmen Sie es nicht? Es ist alles, was ich besitze. Ah, die redet tatsächlich. Nein, du brauchst es dringender als ich. Ist das nun ein Fehler, dass da manches nicht ausgesprochen wird, oder... Keine Ahnung. Ich meine, die Supermutanten sind alle weg. Das passt schon. Okay. Sonst ist hier nichts mehr. Nee. Die Belohnung wäre das gewesen, was sie uns gegeben hätte. Dann wieder zurück in den Tunnel. Hier war auch nichts mehr. Meine ich. Ah, doch, eine Zeitschrift. Ja, Pugilismus. Von hier aus kommen wir jetzt wahrscheinlich wieder rüber in den Tunnel. Das ist die Tür, die ich gerade eben vergessen habe. Richtig. Korrekt. Und die Textur ist immer noch im Eimer. Frag mich, wo die anderen beiden jetzt hingelaufen sind. Ach nee, stimmt, hier am Ende war ja nur die Bibliothek. Ja gut, dann sind wir jetzt mit dem Gebiet wirklich fertig. Alle anderen Gänge hier unten führen nur wieder zu den Gebäuden. Mhm. Genau. Na gut. Oh, diese Türgeräusche. Balsam für meine Ohren. So. So, hier darf ich jetzt wieder speichern. So, kann weitergehen. Okay, das war dann die Roosevelt Akademie. Dann gehen wir jetzt auf die Sendemasten zu, die wir letztens schon gesehen haben. Genau diese. Ob das wohl, ob einer von denen wohl auch ein einer von den Sendemasten ist, die ich vom Fluss aus gesehen habe? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sollten wir demnächst mal die ganzen Sendemasten... Ach, wisst ihr was? Das machen wir jetzt einfach gleich mal. Bevor ich es wieder vergesse. Probieren wir die einfach mal alle aus. Oscar Tango. Ach so, ich muss da auch noch in der Nähe sein. Okay, dann halt nicht. Dann eben ein anderes Mal. Aber irgendwann hören wir uns die mal alle an. Das heißt halt jede Menge Herumteleportiererei. Damit viel Gefahr, dass wieder die Aufnahme abschmieren könnte. Hm. Jetzt ist halt die Frage, was einen diese Funksprüche überhaupt bringen. Ob man damit irgendwelche Aufgaben bekommen hätte.
Und demnächst sollte ich dann auch mal wieder die Folge bei Agatha beginnen, um ihr mal die Notenblätter vorbeizubringen. Die nehmen nicht viel Platz im Inventar weg, aber... Ja, erledigt ist erledigt. Das da oben scheint eine große Funkstation zu sein. Finde ich gut. Ah ja. Ein Raiderlager? Okay, Schluss mit dem Mist. Wer ist das? Was für ein Idiot legt sich auch schon mit einem Raider an. So einer hier. Kriegen die Raider etwa nochmal eine große Basis? Das fände ich interessant. Aber ja, um die werden wir uns kümmern. Der Funkmast ist jenseits des Flusses, ne? Den... Nein! Nein, das ist der, den ich gesehen habe. Sollte nicht lang bleiben. Ja. Ja, ganz dramatisch daneben hauen. Und weg ist die Waffe. Aber nicht ganz dank der Kollision, dank der Möglichkeit, dass man die Waffe auch einfach von der Leiche selbst nimmt. Den Wein brauche ich nicht. Also ist das da oben wieder Raider-Gebiet, okay. Habe ich nichts dagegen. Darf nur nicht vergessen, dass da drüben noch dieser Funkturm ist. Eine Kirche ist da auch noch. Hier gibt es doch wesentlich mehr zu sehen, als ich dachte. Ja, okay, die Richtung ist klar. Kapelle, Turm. Vorne sehe ich auch schon den Satellitenschüsselturm, den wir vor einiger Zeit schon mal im Visier hatten. Wo ich aber damals auch nicht hingehen wollte, weil ich unbedingt erstmal den Fluss erlegen wollte. Entschuldigung, da bin ich über die Maus gerutscht. Oh je, da gibt es ja noch, gibt's hier noch einige mehr. Wenn das eine ganze Linie von den Teilen wird, dann wird das ein Spaß. Was ist das hier? Hoffentlich nicht nochmal irgendein militärischer Stützpunkt, den wir nicht betreten dürfen. Hallo? Guten Abend. Was darf's denn sein? Okay, Ärzte gibt's ja auch noch. Ich brauche medizinisches Material. Ein paar Dinge kann ich wohl entbehren. Okay. Nehme ich gerne an. Kann ich gleich mal mein Inventar wieder leeren. Perfekter hätte sie es wirklich nicht treffen können. So, jetzt sind wir leider schon an den Grenzen angelangt. Den Populismus, aktuell muss ich noch lesen. Ja, was soll's. Mit so jemandem macht man gerne Geschäfte.
ganz meinerseits. Ich muss mich auf den Weg machen. Tschüss. Ärzte gibt's hier also auch noch. Okay. Und dieses Werk hier... Ja, müssen wir wohl von drinnen aktivieren. Dann machen wir das mal. Also auch wieder nichts Großes. Das Spiel wird immer zahmer mit seinen Gebieten hier. Das gibt's doch nicht. Kann ich hier irgendwas betätigen, damit der Funkturm draußen sich anschaltet? Ich meine, vielleicht ist das hier ja nötig, damit man... Das wird sich alles anbieten, dass man es betätigt, aber ich darf nicht. Dann eben nicht. Terminal gibt's ja auch nicht. Okay, da ist der Schalter. Sehr schön. Kilo Bravo. Okay. Wisst ihr was? Dann werden wir das jetzt aber auch gleich mal anhören. Na gut, das hilft mir leider nichts. Ich kann leider nicht morsen. Jemand, der anständig morsen kann, der könnte das jetzt lesen, als wäre es vor ihm niedergeschriebener Text. Also da muss ich wirklich sagen, da habe ich großen Respekt davor. Dass Leute so gut morsen können, dass sie einfach so ein Signal hören und die können anhand der Abstände der Töne... nicht Abstände der Töne, der Länge der Töne könnt ihr dann einfach eine Nachricht da heraushören. Gut, sie können ja so eine Nachricht auch einfach mit so einem Handgerät eingeben. Ich finde sowas wahnsinnig faszinierend. Aber ich könnte es halt, wie gesagt, selber nicht. Tabernacle. Kapelle. Okay. Da ist nur eine Person drinnen. Dann wird die Sache hier wohl auch nicht allzu lange dauern. Ach, die Person ist nicht mal. Hä? Den Guten müssen wir dann wohl auf andere Art und Weise erledigen. Gammler. Nette Bezeichnung. Ja, tritt deine Waffe noch schnell. Koordinaten von Oasis? Ist Oasis dann... Hut des Oasis drüben. Wen haben wir da gerade getötet? Okay, ist Oasis dann... klar, Kopfgeldjäger. Die hatten wir auch noch nicht. Ich meine, wir hatten die Talon Company, ja... Aber ich meine, dass da auch mal die Rede war von... nochmal einer anderen Organisation oder generell... Kopfgeldjäger. Da liegt noch eins. Oder ist das nur... Wasser? Nee, das ist nochmal Red Axe. Gut. Hm.
Der steht hier Tag und Nacht oben auf seinen Brettern und erledigt Leute. Das Buch habe ich gesehen. Na komm. Die war unnötig. Sollen wir wieder Waffe wechseln? Und jetzt mal kurz lesen. So. Okay. Wir bekamen jetzt aber auch keine Nachricht von wegen, diese Leute sind jetzt ihre Feinde. Also war dieser Gammler wohl nicht so jemand Wichtiges. Höchstens vielleicht jemand, den wir auf Auftrag erledigen hätten müssen. Muss ich diesen Umweg da nehmen? Ist das ein Supermutant da oben? Nee. Ne, wir gehen über die Felsen hier. Da kommen wir schon hoch. Ja gut, aber wenn die ganzen Funksignale, die wir da empfangen können, dann tatsächlich einfach nur Morse-Funksignale sind, damit kann ich herzlich wenig anfangen. Wobei, ja gut, unter den Amateurfunkern gibt's das eine oder das andere. Ah, auf jeden Fall haben wir dann nochmal den Kanalschacht. Todeskreis. Der vergibt mir gerade so ein bisschen die Laune. Todeskrallengebiet. Der könnte ich meinen Gesichtsausdruck, denke ich mal, gerade vorstellen. Todeskrallengebiet. Als wäre es nicht schlimm genug, dass wir die sowieso hier überall antreffen. Jetzt müssen wir auch nochmal so ein Gebiet haben. Erstmal den Funkmast aktivieren. Syndeturm Kilo Bravo 5. Und dann ist es Alpha Lima. Okay. Was sagt das Signal denn? Nee. Das Ganze muss irgendeinem anderen Zweck dienen. Die sind anscheinend wirklich für was anderes da. Todeskrallengebiet. Abflusskammer. Ich habe gerade halt wirklich nicht viel, keine große Lust, da runterzugehen, muss ich sagen. Sind im Todeskrallengebiet. Ich wäre wahnsinnig. Nee. Kriegen wir schon irgendwie. Kriegen wir schon. Wir können lähmen. Wir sind nicht schwach. Rein da. Aber ich zück an der Stelle dann doch wieder Fisto. Wobei, schadensmäßig nimmt sich's gerade nicht mehr viel. Was äußerst schade ist. Hey, wir haben wieder die seltsame grüne Flüssigkeit. Ja, Mensch. Ich erinnere mich halt zurück an Old Alney. Und da war das alles andere als angenehm. Wir hatten damals, wenn ich mich nicht irre, noch nicht unsere lähmende Hand, aber nichtsdestotrotz, das war eine extrem unangenehme Erfahrung.
Reservistengewehr. Oh. Wieder was Namenhaftes. Aha. Ich bin so langsam immer mehr gespannt auf Oasis. Ist auch jedes Mal wieder blöd. Ist dann wieder richtig anzuordnen. Okay, ist das hier ne. Ach so, da hat sich einfach einer eingerichtet, okay. Das heißt, es ist gar kein großes Gebiet, sondern ja, einfach nur die Kammer von jemandem. Das heißt, wir können das Todeskrallengebiet gleich wieder verlassen. Nein, wie schade. Das tut mir jetzt aber auch leid. Mensch, ich wäre so gerne noch geblieben. Ich kann froh sein, wenn ich nicht gleich, wenn ich wieder rausgehe, in der Luft zerfetzt werde. Diese Viecher sind gefährlich, nach wie vor. So. Wir gehen jetzt brav wieder gen Osten. Weg, weg hier. Einfach nur weg hier. Oh. Die Blutspur, da sagt aber was anderes. Ich würde hier eigentlich gerne wieder weg. Ich ehrlich bin. Oh nein. Oh nein. Nein. Eine Todeskrallenhöhle. Scheiße. Gut, recht viel deutlicher kann das Spiel jetzt nicht mehr werden. Ja, ne? Leute, bevor ich da reingehe, werde ich aber unser Inventar nochmal leeren. Ja. Da drin ist das Todeskrallengebiet. Aha, das wird ein Spaß. Nein, wird's nicht. Um Gottes Willen. Na gut, dann sehen wir uns. Ja, wobei, sehen wir uns gleich wieder? Ich weiß gerade nicht. In ein paar Minuten müsste ich die Folge eh beenden. Das lohnt sich eigentlich gar nicht mehr, ne? Nee. Wisst ihr was, dann beende ich an dieser Stelle jetzt etwas verfrüht die Folge. Aber in der nächsten Folge begeben wir uns dafür in das Todeskrallengebiet und ich glaube, da ist Spaß in Anführungszeichen vorprogrammiert. Daher, ja, ihr könnt euch auf die nächste Folge freuen. Ich bin Xi, man sieht sich beim nächsten Mal wieder bei Fallout 3. Bis dann, Leute. Ciao.